Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und der Casting of Frank Stone. Wahrscheinlich dem Finale. In der letzten Folge haben wir drei Tote gesehen. Zwei waren nicht unbedingt wild. Einer war doof. War auch mein Fehler. Und vier haben wir sogar gesehen. Sam ist ja auch gestorben. Okay. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, wir sind jetzt im Finale. Und schauen wir mal, ob wir wenigstens Maddie retten können. Und Linda müsste auch noch da sein. Schauen wir mal, was sie macht. Let's go. Ganz egal was. Hätte echt nicht gedacht, dass das noch groß weitergeht. Aber es wäre auch ein doofes Ende gewesen, ehrlich gesagt. Real sein, oder? Das ist nicht wirklich da. Ist das wirklich eine gute Idee? Nur so können wir uns sicher sein. Wir müssen sicher sein. Ja, okay. Sam, Robert und Linda entwickelten den Film. Okay. Jetzt erfahren wir, was sie damals dann gemacht haben, nachdem sie ihn wohl in die Kamera eingesperrt haben. Es ist wirklich da drin. Was machen wir damit? Wir teilen es auf. Jeder nimmt ein Stück. Dann bringen wir sie so weit wie möglich voneinander weg und lassen sie unter keinen Umständen wieder zusammenkommen. So war zumindest der Plan. Linda erkannte, dass Frank Stone im Film gefangen war. Ich kann es mir nicht angucken, schade. So, wie sieht es eigentlich mit den Schicksalen aus? Sam. Sam hat der. Okay. Länder. Okay. Madison. Und mit Madison hast du natürlich sehr viele Schicksals. Aber obwohl ich ihr den Schutzamulett da gegeben habe, hat das nicht viel gebracht. Aber wie gesagt, kotzt mich halt an, dass ich da aus Versehen das Falsche genommen habe. Na gut. Ich habe ja schon mal erwähnt, das Spiel ist darauf ausgelegt, mehrmals durchgespielt zu werden. Das kann nicht der einzige Weg sein. Ich habe keine bessere Idee. Aber wir müssen damit leben, was passiert ist. Und die Rivers. Die Rivers. Es darf nicht noch mehr Opfer geben. Okay. Die Filmbänder hätten nie wieder zusammenkommen sollen. Aber die Linda, die wir jetzt in unserer Zeit haben, ist doch nicht dieselbe Linda, oder? Die hätte das so alles wissen müssen mit Reime und den ganzen Fotos, aber die weiß ja angeblich nichts. Also kann das nicht dieselbe Linda sein? Was auch als nächstes passiert, ist meine Angelegenheit. Meine. Ihr lebt einfach weiter. Denkt nie wieder an das hier. Erzählt niemals irgendwem davon. Ihr hattet nie damit zu tun. Ihr wisst gar nichts. Verstanden? Sam, Robert und Linda schworen, die Filmteile getrennt aufzubewahren. Hat ja leider nicht funktioniert. Ich erwache. Wo bin ich? Dann kommt die Erinnerung zurück. Die lebt wohl noch. Unsere Welt. Was? Wurde von einem Reich jenseits von Raum und Zeit verschlungen. Dank mir.
Da lang oder da lang? Es gibt zwei Wege. Ich geh erstmal hier lang. Der andere sieht nicht so einladend aus. Das ist eine Tür. Der Trickster. Kleiner Freak. Ist die Tür ja so gewollt oder ist es irgendwie... Naja, Quatsch. Aber die Augustine lebt wohl immer noch. Da ist Linda. Mädi entdeckte das Lagerfeuer im Wald. Der war nicht schwer zu finden. Linda? Wer sind die anderen? Hat sonst noch jemand? Nicht alle von uns. Sam Green, er wollte nur helfen und jetzt... Er hat einen hohen Preis bezahlt. Höher als wir ahnen. Hast du Chris gesehen? Auf dem Weg hierher? Nein. Tut mir leid. Was ist mit Augustine passiert? Ich sah sie auf dem Weg raus. Und? Sie wollte irgendwas sagen. Aber spielte wohl keine Rolle. Wer sind die? Sie waren schon lange vor mir hier. Das gefällt mir nicht. Wir müssen weiter. Na los! Aber wohin? Moment. Warum seid ihr nicht weiter? Warum sitzt ihr nur hier? Frank kommt. Es ist fast hier. Wir müssen weg. Warte. Warum verfolgt es uns nicht? Es hat gewartet. Genau wie wir alle. Worauf? Auf euch. Was? Nun können wir beginnen. Ich will nach Hause. Es gibt sonst nichts mehr. Egal, ob Killer oder Überlebender, der Entitus spielt auf ewig mit unseren Seelen. Endlose Prüfungen, voller Furcht, Hoffnung, Schmerz. Nicht mal gefragt. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was ich von dem Ende halten soll. Als eh das Spiel in Fahrt kommt, das dauert. Am Ende geht alles ein bisschen schnell und dann ist es ein nicht sehr befriedigendes Ende. Ja, Supermassive, was soll ich sagen? Until Dawn war definitiv besser.
Ich sag mal, das Spiel ist okay. Aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Nun gut. Das war's mit meinem Let's Play zu The Casting of Frank Stone. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß an dem Spiel. Und würde mich dann freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video mit dabei seid. Ob es dann reingeschaut wird oder Let's Play, das wird sich zeigen. Und ich lasse die Credits laufen. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Macht's gut. Ich verabschiede mich. Jetzt habt ihr mich gehört. Macht's gut.